Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Welcome to Hellbox von Mono Inc. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Welcome to Hell von Mono Inc. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album von Mono Inc. Wir haben hier eine wunderschöne schwarze Box. Die kommt hier in so einer Lederoptik und hat dann an den Ecken und an anderen Stellen noch so diverse Metallelemente. Hier oben auf dem Boxdeckel haben wir einmal groß den Raben, das Logo von Mono Inc. Das ist hier so eingeprägt, kann man hier auch wirklich spüren. Dann, wie gesagt, an den Ecken jeweils so Metallelemente vernietet. Also sieht so aus, als wären das hier Nieten. Hier vorne haben wir dann den Verschluss. An den Seiten weiter in dieser schwarzen Lederoptik und eben die Ecken dann immer so metallverstärkt. Und dann hinten haben wir noch die Scharniere des Boxdeckels verschraubt. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier vorne verschlossen. Man kann das hier einfach aufklappen. Und dann geht auch schon der Deckel auf. Also, wir haben hier einmal einen Zettel. Hier lesen wir einmal die Tourdaten zur Welcome to Hell Tour. Ja, nachdem das Album ja aus dem Jahr 2018 ist, sind dann auch die Tourdaten aus diesem Jahr. Also Ende des Jahres gab es dann die Tour von Oktober bis Ende November. Okay, dann haben wir hier den Boxinhalt. Lederüberzogene Fanbox Welcome to Hell, zwei CDs. Exklusive DVD live in Berlin, Mono Inc. Gürtelschnalle, Faltposter DIN A2 und signierte Autogrammkarte. Jawohl, also das alles erwartet uns in dieser Box. Wir haben hier einmal den Gürtel samt Gürtelschnalle. Also, das ist auch lustig, denn hier stand ja wirklich nur Gürtelschnalle, aber der Gürtel ist tatsächlich auch dabei. So, dann haben wir das Konzert, die DVD live in Berlin. Das Album an sich, Welcome to Hell. Die unterschriebene Autogrammkarte sowie ein Poster. So, von innen die Box auch wieder in schwarz. Das Ganze ist hier mit so einer Stoffschicht ausgekleidet, also von der Optik, so eine Samtoptik. Ja, fühlt sich auch gut an, kann man auf jeden Fall lassen. So, dann machen wir die Box mal zur Seite und widmen uns dem Boxinhalt. Die Sachen sind hier großteils ohne Folie, allerdings das Album und der Gürtel sind hier noch eingeschweißt. Also einmal hier so ein Gummi und dann haben wir den Gürtel, der hier in der gesamten Länge noch in Folie ist. Ich hoffe mal, ja doch, man kann das hier abziehen. Da ist dann auch noch so ein kleines Säckchen dabei, um das Ganze hier trocken zu halten, also ein Gelsäckchen. Und vorne die Gürtelschnalle ist dann auch nochmal in Folie, damit das hier einfach nicht irgendwie zerkratzt wird beim Transport. Und natürlich auch, dass die Gürtelschnalle, wenn möglich, nicht irgendwie andere Boxinhalte beschädigt und in Mitleidenschaft zieht. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt haben wir Gürtel samt Gürtelschnalle befreit. So, und natürlich das Album. Wir haben bei diesem Album auch wieder einen Sticker mit den Tourdaten. Die haben wir uns ja schon angesehen auf der Box, also auf diesem Box-Info-Zettel. Dann werden wir das Ganze mal aufschneiden, ist die Frage. Hier am besten. So. Es ist, wie gesagt, das 10. Album der Band. Okay, der Sticker hat jetzt überlebt. Der ist hier noch drauf. Mal schauen, ob wir den... Ah, er scheint ziemlich fest. Okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal drauf. Also, das Album kommt hier in einem Digipack. Welcome to Hell. Mono Inc. lesen wir hier. Und dann haben wir hier auf dem Cover so eine schwarze Gestalt mit Mantel, Hut und so einer Maske. Einer sogenannten Pestmaske.
Und da sind wir auch schon beim Thema des Albums. Mono Inc., die machen das ja regelmäßig, dass sie mit ihren Alben irgendwelche Epochen, irgendwelche historischen Epochen abhandeln. Und mit diesem Album hat man sich ins Mittelalter begeben, in die Zeit der Seuchen und vor allem der Pest. Deswegen auch das Covermotiv hier, diese Pestmaske. So, wir haben CD Nummer 1, Welcome to Hell. Wir haben hier 11 Tracks. Und dann haben wir CD 2, Welcome to Heaven, auch nochmal mit 11 Tracks. Wo ist der Unterschied zwischen diesen? Es ist von den Tracks her das gleiche. Also wir haben hier die Tracktitel 1 zu 1 wie auf CD 1. Allerdings lesen wir hier in Klammer Classic Version. Bedeutet, die Tracks der CD 1 wurden hier nochmal neu interpretiert in einer Classic-Version und die spielen dann hauptsächlich mit Klavier, Streichern, aber natürlich auch Gesang. So, dann haben wir hier den Barcode und die Beteiligten. Das Ganze erschienen über No Cut Entertainment, das ist das Label. Dann schauen wir mal rein ins Digipack. Hier gibt es weitere Aufnahmen dieser Pestmaske bzw. dieses Pestarztes, Pestdoktor. Auf der linken Seite haben wir einmal ein Booklet. So, genau so stelle ich mir das vor. Wir haben hier Fotos und auch Lyrics. Bedeutet, der Track The Heart of the Raven ist in diesem Fall hier Wort für Wort abgetippt. Dann haben wir ein Foto der Bandmitglieder und das zieht sich dann vom Design so durch. Einerseits hier so Artwork, wie gesagt, die Referenzen ans Mittelalter und an die Pest. Und natürlich auch weitere Lyrics. Dann hat man hier wirklich Track für Track dabei. Und natürlich auch immer noch Fotos bzw. so Skizzen. Dann eine Doppelseite der Bandmitglieder. Wobei zwei der Bandmitglieder kennt man hier nicht wirklich. Die stecken hier tatsächlich in diesen Pestmasken. Ja, also das war schon eine recht düstere Zeit damals. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Lyrics, also alle hier Beteiligten und natürlich noch eine umfangreiche Danksagung. So, das Ganze geben wir wieder in diese Stecktasche. Dann haben wir CD Nummer 1. Das ist die Album-CD. Wie gesagt, 11 Tracks hier drauf. So sieht die aus. Dahinter haben wir so eine Holzoptik und hier noch eine Ratte. Ratten sind ja auch immer mit dem Thema Pest in Verbindung. Dann haben wir CD Nummer 2. Das ist Welcome to Heaven. Wie gesagt, die 11 Tracks nochmal anders interpretiert. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch ein Foto der Band. Hier nochmal alle vier wirklich sichtbar und nicht maskiert. Gut, dann packen wir das Album zur Seite und kommen zur DVD. Live in Berlin. Lesen wir auch hier auf der Seite. Auf der Rückseite haben wir keinen Barcode oder nichts, denn das Ganze gibt es wirklich nur exklusiv in dieser Box und sonst nicht zu kaufen. Und das lesen wir auch noch hier. Hier lesen wir exklusiv Fanbox Limited Edition. So, dann haben wir einmal die Titel, die hier live gespielt wurden. Live in Berlin. Und natürlich die DVD. DVD in schwarz und grau und auch hier haben wir wieder das Logo der Band, den Raben. So sieht das aus. Und auch die DVD hat hier ein hochwertiges eigenes Cover bekommen. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte, die ist recht groß und im Hochformat gehalten. Das Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen. Und dann haben wir hier die vier Unterschriften, also Karl, Martin, Kata und Manuel, alle vier haben hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Wunderbar. Ein Poster ist ebenfalls mit dabei. Dieses sieht so aus. Auch hier wieder die vier Bandmitglieder. In diesem Fall wieder zwei der vier vermummt oder maskiert in diesen Pestanzügen. Und hier unten rechts lesen wir dann wieder Mono Inc. Welcome to Hell. Jawohl. Also im Querformat das Poster und einseitig bedruckt.
Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch den Gürtel samt Gürtelschnalle. Also der Gürtel an sich ist ziemlich lang, ist in schwarz gehalten, ich gehe mal davon aus Kunstleder. Dann haben wir hier insgesamt 5 Löcher und eventuell haben wir hier irgendwo drin noch eine Angabe zur Länge oder zum Material, aber ich befürchte, nein, hier steht nichts. Und das Ganze endet dann hier mit dieser Gürtelschnalle, die ist in so einem matten Metall, also in so einem dunkelgrauen Metall gehalten. Und dann haben wir hier auch wieder riesengroß den Raben, das Logo der Band, abgebildet. Jawohl, hier dann eben der Dorn, mit dem man entsprechend den Gürtel dann zumachen kann. Ja, die wiegt echt einiges, diese Gürtelschnalle. Sieht auch sehr gelungen aus in meinen Augen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Gürtel inklusive Gürtelschnalle. Dann haben wir die DVD Live in Berlin. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Autogrammkarte im Hochformat. Sowie natürlich das Album an sich. 2 CDs mit insgesamt 22 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Welcome to Hell von Mono Inc. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mono Inc. unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.